So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge American Truck Simulator. Ja, heute fahren wir von Elko nach Salt Lake City, und zwar Force Hexler mit unserem schönen Kenworth. Ja, geht schon los. Ich stehe hier noch von letztes Mal hier. Und ja, geht los. Aber ich glaube, wir müssen die Ladung auch von hier abholen. Also müssen wir gar nicht weit fahren. So, wartet mal. Gut. Ja, heute nicht so eine lange Tour, so 200 Meilen, 250 Meilen, genau, 230 Meilen, ist nicht so lang, genau, $54 pro Meile, also ist auch ganz gut, das schaffen wir schon. Get the job done. Genau. Also ich wünsche euch viel Spaß. Ich denke mal, in der Folge werde ich schon noch ein paar Themen finden, über die ich reden will. Ja, jetzt ist für den ETS2 auch die neue Beta erschienen. Die 1.37. Beta, aber das werde ich im Moment noch nicht installieren, weil ich brauche eben noch Pro-Mods dazu und Poland Rebuilding und auch ja, Grafikmods und so weiter. Also ich werde im Moment noch nicht die 1.37 installieren. Da gibt es zwar viele schöne Änderungen, und zwar auch diese neue Sound Engine F-Mod und viel anderes noch dazu, aber ja, wie gesagt, im Moment noch nicht, weil ich eben warte auf Kompatibilität mit anderen Mods. Aber ich denke mal, in dieser Beta, da wird noch keiner wirklich schon eben die Pro-Mods oder halt andere Mods updaten. Ja, mal schauen. Also wenn Pro-Mods verfügbar ist und auch meine Grafikmod, na gut, die Grafikmod, die wird auch immer noch kompatibel sein, aber vor allem halt Pro-Mods und Poland Rebuilding, dann werde ich vielleicht wechseln. Also genau so, wie ich das auch mit der Version 1.36 gemacht habe. Da habe ich ja auch erstmal gewartet, bis die Pro-Mods auch kompatibel ist mit der 1.36. Und erst dann habe ich gewechselt. Und das wird eben bei der 1.37 auch nicht anders sein. Ja. Wie gesagt, schön, dass SC Software auch trotz dieser Lage weiterhin Updates produziert. Also wirklich top. Richtig gut gemacht. Und ja. Freut mich natürlich. Für den Fernbus-Simulator und für den Tourist-Bus-Simulator ist jetzt auch das neue DLC W906 erschienen. Also dieser Sprinter City da. Ja, ich habe ihn mir nicht gekauft, aber ich habe den gewonnen. Ich habe da bei diesem Gewinnspiel mit teilgenommen und da haben halt alle gewonnen, die da das Bild geschickt haben von dem Bus in diesem Event-Center. Ja. Ich habe einfach die Chance genutzt und da mitgemacht. Gewonnen habe ich, aber da hat jeder gewonnen, der halt da teilgenommen hat. Gut, das könnte entweder sein, halt, dass ja, dass halt weniger als 10 oder halt nur 10 teilgenommen haben. Oder halt weiß auch nicht.
Oder die waren wirklich großzügig und haben dann allen halt das DLC gegeben. Aber ich denke eher, da haben nicht so wirklich viele teilgenommen. Das denke ich eher. Weil, naja, erstmal musste man sich eine halbe Stunde diesen 80er-Scheiß geben. Und dann. Naja, ich weiß auch nicht. So beliebt ist der Fernbus-Simulator jetzt auch nicht gerade. Also, ich denke nicht, dass so wirklich viele teilgenommen haben da. Fährt sich heute wirklich schön. Es gab auch zwischen der letzten Aufnahme und der Aufnahme jetzt ein paar Updates. Die haben da weiter am Sound gearbeitet und weitere Verbesserungen gemacht. Die Performance ist sehr gut, also da habe ich gar keine Probleme. Der Sound ist auch super, also wirklich toll. Ich mache nochmal die Fenster auf. Das ist wirklich schön, dass man so die Fenster aufmachen kann. Ein bisschen lüften kann. Ist schon ganz nett. Ich habe in der letzten Folge vergessen, einen Screenshot zu machen. ET2. Die letzte Folge vor 2 Tagen. Da habe ich eben vergessen, einen Screenshot zu machen. Deswegen gab es da das Thumbnail von der vorletzten Folge. Ja, ich vergesse es einfach. Ich vergesse es einfach, weil man eben so konzentriert ist aufs Fahren und das dann irgendwie vergisst.
Salt Lake City, das wird vielleicht interessant sein. Ja, da wird ja, glaube ich, Salz abgebaut. Ja, ich weiß, total schlau. Das heißt, da könnte ein ganz schönes Screenshot entstehen. Schön näher Screenshot, oder? Ja, ich verwende jetzt hier in dieser Folge zum ersten Mal seit langem wieder diesen Popschutz von meinem Mikrofon. Den habe ich ja abgebaut, aber jetzt habe ich ihn wieder angebaut. Weil ich dachte, vielleicht ist dann die Qualität besser. Ich muss mal schauen. Also ich muss mal schauen, wie sich das anhört. Stay right and then exit right. Ob das besser ist oder schlechter, mal schauen. Exit right. Turn right. Vielleicht hier ein Screenshot. Genau, das sieht schön aus. So, gut. Also, dann haben wir einen Screenshot. Aber ich schau mal, vielleicht gibt es noch eine andere Stelle, eine andere schöne Stelle. Stay left and then turn left. Turn left. Stay right and then turn right. Turn right. Wow. Na super. Ja gut, viel hat das nicht gekostet. Also, da hat es mich aber weggeworfen. Aber zumindest haben wir nicht so viel. Ja, eigentlich haben wir kaum
Zeitverlust gemacht hier. Wir sind ja hier direkt bei der Kreuzung. Alter, bin ich da geflogen. Der hat da aber ganz schnell die... Ja, die... Turn left. Bodenhaftung verloren, ne? Das war ein bisschen... Na gut, ich bin da auch viel zu schnell reingefahren. Das muss man auch sagen. Zumindest haben wir jetzt grün gleich. Ja, ich bin jetzt wieder dabei, ein bisschen regelmäßiger Videos zu produzieren. Aber jetzt in der letzten Zeit sind ja auch regelmäßig Videos erschienen und ja, nach der Abozahl, also vielen, vielen Dank nochmal. Obwohl ich weiß, dass ich jetzt nach diesem vielen, vielen Dank dann wieder mal ein paar Abos weniger haben werde. Aber das ist immer so. Vielen, vielen Dank für 98 Abos. Also bald haben wir es geschafft, 2 Abos noch. Dann haben wir es eben geschafft zu 100 Abos und da wird es ein Special geben. Da wird es etwas als Geschenk geben für euch. Ganz speziell. Eben nur für euch, für die 100 Abonnenten. Da habe ich mir mit Relambus was einfallen lassen, was wir euch da schenken könnten. Und das könnte, glaube ich, ganz nett werden. Aber das werdet ihr dann schon erfahren. Ja, und wenn ihr eben wollt, dass es so schnell wie möglich passiert, dann könnt ihr gerne abonnieren. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert gerne eben. Weil dann könntet ihr vielleicht sogar der 100. sein, der mir geholfen hat. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nett. Ja, das ging ja schneller als erwartet. Also, ich kann mich noch gut erinnern, als ich noch ja, auf 80 stand, so auf 70, 80 so. Das ging nie voran, nie. Das ging wirklich nie voran und dann... Ja, durch Livestreams, durch den Push von Relambus mit seinen Facebook-Seiten und wahrscheinlich auch durch euer Teilen habe ich es eben doch geschafft zu 100 Abos. Jetzt bald. Ja, das war eigentlich mein Ziel für 2020 komplett. Aber ich habe das dann doch ein bisschen schneller geschafft als gedacht. Na gut. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr mich so unterstützt. Und da gebe ich euch eben auch etwas zurück mit den 100 Abos. Da wird es ein Special geben, da wird es eben was für Omsi auf jeden Fall geben zum Download. Ja. Ihr könnt euch schon mal freuen. Get ready to turn right. Aber erstmal müssen die 100 Abonnenten erreicht werden. Also erstmal, bitte, wer noch nicht abonniert hat, bitte abonnieren und teilen, teilen, teilen. Right. Weil nur so können wir eben die Community erweitern. Eben durch Teilen. Jetzt habe ich auch ein paar neue Spiele angefangen. Bisschen länger her Red Dead Redemption 2. Dann Mafia 3 jetzt eben neu. Also. Ich versuche halt so viel wie möglich zu machen, damit halt für jeden was dabei ist. Damit jeder was für sich hat. So. Und da versuche ich eben viele Spiele zu Let's Playen, zu testen. Und anscheinend hat diese Taktik geklappt und hat mir eben zu den 100 Abonnenten hier geholfen.
Nee, es sieht nicht so gut aus. Get ready to turn right. Oops. Oh. Turn right. Ach du Scheiße. Finally, we are here. Genau, wo wirst du da noch stehen haben? So, perfekt. Gut, Leute, also dann, wir haben es geschafft. Gute Arbeit, genau. Oh, so kurz vor den 5 Punkte noch. Ah, schade. Hätte ich bloß diesen Unfall nicht gebaut. Gut, Leute, also wir haben jetzt 136.000. In der nächsten Folge geht es weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonnieren, kommentieren und teilen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut, Leute, und ciao, euer Gaming Freak.